Kinder, Küche, Kirche. Die berühmten drei Ks bildeten die Lebenswelt für Frauen im Kaiserreich. Wie sah der Alltag des sogenannten schönen Geschlechts um 1900 aus? Wie lebten unsere Großmütter damals? Welche Rechte, welche Pflichten hatten die Frauen hierzulande vor gut 100 Jahren? Meine Großmutter war insgesamt 13 Mal schwanger. Frauen durften nicht wählen. Sie durften weder wählen noch gewählt werden. Die Männerwelt hat sich lange gegen Bildung für Frauen gesträubt. Es käme zu Schreiten der Familie, wenn die Frau zu viel wüsste. Das waren ernste Argumente damals. 1900 wurden mit Einschränkungen die ersten Frauen an den Universitäten zugelassen. 1910 gab es 3000 Studentinnen und etwa 50.000 männliche Studenten. Es war verflixt und zugenäht. Also zum Beispiel, als Frauen an die Universitäten durften, Medizin studieren, ja, dann durften sie aber die klinischen Semester nicht mitmachen. Das dauerte dann noch mal ganz lange. Als sie das schließlich durften, durften sie keine Examina ablegen. Als sie das schließlich durften, richteten sie Praxen ein und es kamen keine Patienten. Ja? Also diese Boykottbewegung im Grunde im Rest der Welt, die war so stark, das galt für Anwältinnen genauso. Das waren so die ersten Wissenschaftszweige, in die Frauen reinströmten, als die Universitäten sich ihnen am Beginn des 20. Jahrhunderts dann endlich öffneten. Im Ersten Weltkrieg starben rund 2 Millionen deutsche Soldaten. Die Verwundeten wurden in Lazarette gebracht und in der Regel von Frauen versorgt. Morphiumknappheit führte dazu, dass diese Einrichtungen vom Stöhnen der Schwerverwundeten erfüllt waren.